Hallöchen, ihr Lieben, das Buch hier hinten hole ich jetzt gerade. Jetzt mache ich kurz die Neuzugänge. Tut mir jetzt leid, dass ich ziemlich nahe an der Kamera sitze, aber ich habe gesehen, es ist ein altbekanntes Problem, dass es nicht immer ganz scharf ist und so scheint es noch am besten zu sein. Und wenn ich weiter weg sitze, ist es irgendwie recht schwierig, das scharf einzustellen, deswegen mache ich das jetzt so. Also, der erste Neuzugang ist jetzt auch ein Buch, das ich damit gleich wieder verabschieden werde. Es ist sicher ein spannendes Thema, nicht unbedingt das Genre, was ich normalerweise lese. Aber ja, ich habe mich da jetzt auch entschlossen, ein ähnliches Buch in einem ähnlichen Thema zu behalten. Also es handelt sich dabei um Ich bin Malala von Malala selber. Es geht nämlich um die Geschichte, die am 9. Oktober 2012 geschehen ist. Einer 15-jährigen pakistanische Schülerin wird von einem Taliban-Kämpfer brutal in einem Bus, befindet sie sich da im Schulbus, niedergeschossen, und es trifft, glaube ich, noch zwei, drei andere. Also sie überlebt es, aber ja, es wird, glaube ich, schon an heiklen Stellen getroffen. Ich habe irgendwas gelesen, das ist irgendwo über dem Auge und auch in der Brust irgendwo getroffen wurde, weil sie und ihr Vater haben sich zahlreichen Verboten der radikalen Islamisten widersetzt. Also ich glaube, ihr Vater war einer, der irgendwie, ich glaube, der hat Schulunterricht angeboten oder so. Ja, das steht auch da hinten. Es hat auch ein paar Fotos drinnen, weswegen ich es aber wieder wegbringe. Machen wir so kurz und knackig, ist, dass es irgendwie so ein bisschen unorganisiert geschrieben scheint. Es fängt an mit einem Vorwort, wo sie sich in Birmingham in England befindet, im Juli 2014. Das ist schon nachdem das Buch erschienen ist, also wahrscheinlich in der zweiten Herausgabe, und dann ein Prolog. Der Tag, an dem sich meine Welt veränderte. Ja, und irgendwie ist es dann so auch ziemlich ausschweifend und so, und wird viel erklärt von dieser Welt. Und dieses andere Buch, das ich behalten werde, das heißt Feuerherz, das scheint mir ein bisschen schneller und leichter zu lesen zu sein. Aber ich möchte es euch trotzdem unbedingt vorstellen, denn ich denke, es ist ein sehr spannendes Buch, ja, und wichtiges Thema. Ja, tschüssi.